Wie schaut's aus? Ah, guten Morgen. Gut sieht's aus. Ich spüle jetzt gerade noch das Frühstücksgeschirr weg und dann gehen wir in die kleine, schöne, schnuddelige Stadt. Welche Stadt? Stimmt, wir gehen nach Rottweil. Wir stehen jetzt in Rottweil und Rottweil ist die älteste Stadt Baden-Württembergs. Und da gibt es ja auch noch was Besonderes in Rottweil, was ganz Neues. Ich glaube, das gibt es erst seit einem Jahr ungefähr. Und das ist dieser Thyssen Aufzugsturm. Jetzt nimmt sie wieder alles vorweg. Aber es bleibt doch genügend zum Zeigen und zum Erklären. Also, dann packen wir es, wenn die Ursi endlich fertig wird. Ja, wir hatten ja heute schon eine Schrecksekunde heute Morgen. Als wir nämlich aufgewacht sind, hat der Kühlschrank gepiepst. Und wenn der Kühlschrank piepst, ist das ein Zeichen, dass wir kein Gas mehr haben. Und was war? Wir wissen es nicht ganz genau. Helle hat sämtliche Knöpfe gedrückt und Hebel und alles Mögliche betätigt und siehe da, plötzlich ging alles wieder. Was halt der gute Handwerker ist. Ja, ich hatte ja schon befürchtet, keinen Kaffee zu bekommen und Frühstücke ohne Kaffee, nicht so ganz mein Ding. Aber alles gut, Also, alles schön. jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Anscheinend labere ich schon wieder zu viel. Ja. Also, wir gehen jetzt weiter. Da wollen wir hinfahren, zum Testturm von ThyssenKrupp. Also von dem Stellplatz aus geht es wunderbar, eine schöne Strecke zu dem Testturm hin. Mit Navi fährt man da gezielt. Ohne Navi ist dann ein bisschen schwieriger, bis man das findet alles, ist schon ein bisschen versteckt, aber wunderschön. Und in die Innenstadt gehen wir dann später noch. Allerdings scheint es ohne Hauptstraße auch nicht zu gehen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Aber jetzt schauen wir, vielleicht gibt es da einen Abzweig. Also gibt es schon Fahrradwege nur zwischendurch mal auf die Hauptstraße. Und wenn man in Rottweil ist, und das ist schon an der Grenze zur Schwäbischen Alb, dann ist natürlich klar, da geht es bergauf und bergab. Gott sei Dank haben wir ein E-Bike. Da ist er. Nee, sind immer welche, die stehen in die Ecke. Nee, erstmal nicht. Das ist mein Sohn. Sie sind schon da, ja? Ja. 30 Sekunden. Gute 30 Sekunden. Oh Gott, meine Ohren sind geplatzt. Einfach nur. So viel Spaß. Also wer mutig ist, springt gegen die Scheibe. Wieso springt? Kein Mensch springt gegen eine Scheibe. Doch, die ist super fest, ist. Die hält es aus. Aber ihr hört schon. Ja, hört schon. Ja, ihr hört schon. Helle ist etwas sehr unsicher. Ja. Er kämpft mit seiner Höheangst. Aber was ihr hier seht, das ist Rottweil. Mal gucken, mal wo es ist. Ja, dann kommt die nächste Reihe.
ja manchmal gar nicht. Herrlich. Einfach super. Toll. Lohnt sich. Rosi. Und? Klasse. Ganz toll. Hat sich gelohnt, das Anstehe. Du hast ja auch alles gefilmt, oder? Ich bin gerade dabei zu filmen. Ja, danke. Und hält die Stabilität, was die dort auf dem Stahl. Du hast ja auch alles gefilmt, oder? Ich bin gerade dabei zu filmen. Ja, danke. Hele kämpft. Er getraut sich fast nicht. Oh, so was Mutiges. Sie hat sich's gelohnt? Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Das war echt schön. Und also ich empfehle rechtzeitig da zu sein. Oh ja. Denn die Wartezeit ist schon verdammt. Und jetzt stehen noch mehr Leute, als wie wir gekommen sind. Also ich schätze mal, wir haben quasi eine Dreiviertelstunde. Jetzt schätze ich die Wartezeit auf eine Stunde bis etwas mehr ein. Mindestens, ja, wahrscheinlich sogar noch länger als eine Stunde, ja. Aber ich denke, gemacht muss man es ja mal haben, oder? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Ja, und ich meine, das Wetter ist ja heute perfekt.
Es ist warm, es ist nicht kalt. Nur die Glasscheibe hat gestört. Warum? Nur, da hätten wir nur besser stehen können. Gerade du. Nee, war super, fand es gut mit der Glasscheibe. Da hat man einen tollen Blick gehabt einfach, ja, auch von nach unten. So, nach der Moderne kommt die Historie. Ja, jetzt gehen wir ohne nach Historie Bad Wein rein. Nichts bei uns. Ja? Nein, ein bisschen halt. Jetzt gehen wir in die alte Stauferstadt. Hast du überhaupt schon gesagt, wie hoch der Turm ist? Der Turm ist 246 Meter und es ist die höchste Aussichtsplattform Deutschlands, nämlich mit 232 Meter. Ist damit 80 Meter höher als die Aussichtsplattform vom Stuttgarter Fernsehturm. Mhm. Genau. Ja, und Josi war oben und der Helle auch. Ja. Jetzt geht's weiter. Genau. Wieder am SMS schreiben. Ja, unsere Kinder wollen informiert werden, oder? Müssen wir ihnen doch mitteilen, wo wir heute stecken, nicht, dass sie uns vermissen. Ja, also wie immer gibt es zwei Meinungen. Die einen finden, ja, den Desturm finden wahrscheinlich die meisten toll, ja, ist auch eine Attraktion für die Stadt Rottweil. Und die anderen wollen das gleich noch zum Mittelpunkt machen und wollen eine Hängebrücke von der Innenstadt zum Turm hochbauen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die das nicht will, Rottweil ohne Hängebrücke.de. Also könnt ihr euch informieren, wenn es euch interessiert, das Thema. Wir haben mal ein Bild gesehen, wie dieser Hängebrücke-Entwurf sein soll. Also ich muss sagen, wenn es mal sowas wie das Dach bauen hätten, ich wäre auch nicht sonderlich begeistert drüber. Aber klar, wie alles, ja. Also für Touristen wahrscheinlich super toll. Aber wenn man direkt an der Brücke oder unter der Brücke dann wohnt, klar. Also, ist nicht jeder gerade begeistert. Dass der Desturm mit der Stadt Rottweil auch positiv verbunden ist, das ist überhaupt keine Frage. Aber dass man deswegen die ganze Attraktion von Rottweil dem Desturm unterstellt mit einer Hängebrücke, in dem man noch betont, also das ist durchaus meines Erachtens berechtigt bezweifelbar, ob das sinnvoll ist. Aber macht euch eure eigene Meinung, das ist nur unser Statement dazu. Ja, ich sehe das ja jetzt nicht so wie du, ich bin ja nur Tourist. Du hast ja immer eine andere Meinung als ich. So ist es halt. Jetzt sind wir in Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs. Und hinter uns, das ist das Schwarze Tor. Und das ist auch noch ganz berühmt, weil nämlich jedes Jahr bei der Fasnacht, Fasching, Karneval oder wie immer auch überall gesagt wird, hier ist es Fasnacht. Und da ist immer der Narrensprung. Das ist ein ganz berühmter Fasnachtssprung, wo die Narren über Riesenholz mit Riesenholzlattenstäbe springen. Ist also ganz bekannt und da kommen immer Tausende von Zuschauern dazu. So, wir sind jetzt hier in der Dominikanerkirche, in der ehemaligen Dominikanerkirche. Die ist auch mittlerweile evangelisch und deswegen fehlen auch viele Heiligenfiguren hier. Und da soll die Mutter Gottes
der Mutter Gottes sollen da Tränen rausgeflossen sein, oder? Ja, genau. Und zwar 1643, meine ich. Ja, da war sie wahrscheinlich noch katholisch. Und jetzt ist es mittlerweile eine protestantische Kirche. Jetzt wollen wir gerade mal schauen, ob wir irgendwo diese Madonna finden. Vermutlich ist die Madonna nicht mehr da. Die steht vielleicht im Museum. Vielleicht. Denn es gibt ein Museum, noch ein Dominikaner Museum. Ah, da wird sie drin sein. Ja. Vielleicht da. Jetzt schauen wir mal, aber wunderschöne Kirche. Ja. Tolles Barock. Also wir haben sie leider nicht gefunden, die Mutter Gottes. Nein. Müssen wir uns mal separat kundig machen. Sollten wir sie noch finden, dann zeigen wir sie natürlich. So, das ist die Dominikanerkirche von außen. Sieht also nicht sonderlich spektakulär aus und mittlerweile evangelisch. So, und das ist das Münster Heiligkreuz. Das ist katholisch. Und da soll jetzt diese Madonna drinnen sein. Da schauen wir jetzt rein, was sie, okay? Ja, dann die interessiert mich wirklich. Gut. Also wir haben jetzt die Mutter Gottes gefunden, allerdings nicht in der evangelischen Dominikanerklosterkirche, wo das stattgefunden hat, sondern das haben die Katholiken zu sich ins Münster genommen. Wie heißt es Münster? Heiligkreuz? Heiligkreuz Münster. Ja, und da steht es jetzt seit dem 19. Jahrhundert. Und hier haben wir die Mutter Gottes und wir haben jetzt auch die Geschichte genau dazu. Das ist also die Mutter Gottes. Und 1643 haben die Franzosen die Stadt Rottweil belagert. Und die Gläubigen haben gebetet, dass Rottweil verschont bleibt. Woraufhin die Mutter Gottes ihr Haupt gesenkt hat und geweint hat. Und erst zwei Tage später hat sie ihr Haupt wieder erhoben, hat wieder Farbe bekommen und hat Richtung Tuttlingen gesehen, weil die Franzosen Rottweil verschont haben und nach Tuttlingen gegangen sind. Und das Ganze stimmt hundertprozentig, weil im 17. Jahrhundert extra der Bischof von Konstanz gekommen ist. Genau zu der Zeit, weil diese Augenwende ging ja über mehrere Tage. Aha. Und da ist der Bischof von Konstanz extra hierher gekommen, so wie wir. Und hat sich das aber angeschaut. Und hat es anscheinend bestätigt. Und hat es bestätigt. Mhm. Also muss in dem Fall in der Kirchenbücher ja niedergeschrieben sein. Mhm. Und wir haben das erst heute erfahren. Ja, weil wir nämlich ein kleines Schwenk ins Museum gemacht haben. Und da wurde uns das von einer freundlichen Dame erklärt. Ja, wir haben uns kundig gemacht, weil ich unbedingt diese Madonna sehen wollte. Gut. Und jetzt willst du noch was zu der Kirche sagen, Rosi? Ja, also das ist ein... auch eine alte Kirche, ebenfalls vom 13. Jahrhundert. 13. ist ja auch eine Dominikanerkirche, war ja schon später, ne? Aber die ist also schon im gotischen Stil gebaut, also da ist nichts Romanisches. Ja, aber die wurde zuerst anders gebaut und dann umgebaut. Ah, okay, also ja. Ich schaue, zeige es euch einmal alles im gotischen Baustil. Aber auch eine wunderschöne Kirche. Ja, und jetzt schauen wir mal, hier soll jetzt auch noch die Narrenmutter eingearbeitet sein, ja. Geschnitzt. Die suchen wir jetzt. Die suchen wir jetzt und wenn wir sie gefunden haben, dann zeigen wir die euch natürlich auch. Genau. Also Rottweil hat es ja mit den Narren, das hat jetzt so eine mittelalterliche Tradition und es hat natürlich immer mit der Kirche zu tun auch. Ja, ja, mit dem Glaube hängt es auch zusammen. Und hier im Münster sieht man die Narrenmutter, die gerade ihr Kind füttert. Noch was dazu zu sagen, Ossi? Nein. Gut. Das gehört zur Religionsgeschichte und da kenne ich mich eigentlich auch nicht so ganz genau aus. Also, ein bisschen was haben wir euch gezeigt, viel mehr wissen wir nicht. Nein, aber es ist interessant auf jeden Fall. War auf jeden Fall für uns was interessant, ich hoffe, oder wir hoffen für euch auch. Mhm.
Helle, wie war die Pizza? Sehr gut. So, und da sind wir jetzt am Stellplatz. Das ist der Stellplatz am Stadion, in der Stadionstraße 70 in Rottweil. Und es ist ein schöner Übernachtungsplatz, ruhig, kostet 5 Euro die Nacht. Und die muss man bezahlen beim Freibad oder bei der Touristinformation. Ich zeige euch. Da ist die Versorgungsanlage und ein bisschen Informationen über Rottweil. Und da ist der Gustl. €5, also zahlen kann man es nicht direkt hier. Man muss also zur Touristinformation oder zur Kasse am Bad. Und da fahren wir jetzt dann schnell nur hin und zahlen unsere Nacht. Wir hoffen, der Ausflug nach Rottweil hat euch gefallen. Eine gute Aussicht haben wir euch auf jeden Fall geboten. Für uns ist jetzt damit diese Sache Rottweil wieder zu Ende. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen hoch. Und abonnieren. Und das Glöckle. Und über kurze Mitteilung freuen wir uns immer sehr gerne. Sehr. Sehr, sehr. Also, dann noch eine schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao, dann heißt du der Ossi und Helle. Ciao.